Moin Leute, wir haben Samstag und damit ist das Wochenende offiziell eröffnet und wir werden jetzt natürlich mal wieder eine Runde Happy Wheels spielen, wie könnte es anders sein, und mir ist eben bei der Aufnahme mein Aufnahmeprogramm abgestürzt und deshalb kenne ich die ersten beiden Levels jetzt schon. Und das erste Level, das werde ich jetzt euch ganz kurz zeigen, kann ich jedem wirklich nur mal empfehlen, das selber zu spielen. Ich werde auch gleich nochmal den Namen vorlesen, weil das sind so Illusionen, wenn wir uns das jetzt hier mal angucken. Wir sollen das Plus in der Mitte fokussieren und jeder, der das jetzt gleich mal kurz macht, ich gebe so euch ein, zwei Sekunden und dann seht ihr, verrückt, die rosanen Punkte verschwinden und davon gibt es hier noch wesentlich mehr Illusionen und ich kann das Level wirklich nur jedem empfehlen. Wir gehen jetzt hier nochmal zurück. Aber das so zu zeigen, das soll lieber jeder mal für sich selbst spielen. Ihr könnt das ja alle auf totaljerkface.com selber zocken. Und das heißt Illusions 2 von Sebas Naschos. Und wie gesagt, jeder, der das gerne spielen möchte, muss das einfach nur bei Happy Wheels eingeben. Und wir fahren jetzt fort mit The Duel. Und wie gesagt, das Level habe ich auch schon gespielt, die ersten beiden eben. Und das ist auch ein sehr, sehr cooles Level. Wir müssen jetzt, oh nein, den Typen töten, bevor er auf uns zukommt. Oh nein! Okay, wir sind ausgewichen. Und jetzt... Okay, throw here to finish him. Na gut, wir probieren das nochmal. Und dieses Mal versuchen wir ihn einfach mal vorher zu töten. Nein, er hat abgewehrt. Verdammt, oh nein, er kommt wieder. Na. Okay, jetzt haben wir ihn am Bauch gepackt und wir sterben als Erster. Verdammt, das machen wir nochmal. Wir wollen ihn als Erster finishen. Oh nein, aber so wie wir... Nein, oh nein, wir haben uns selber gefinished. Oh nee. Okay, dieses Mal... Oh, ich werfe wie so ein... Okay, warte. Diesmal töten wir ihn einfach mit dem Schwert. Und jetzt versuchen wir ihn als Erster zu finishen. Und wir sind beide drauf. Okay, wir probieren es einfach. Last try. Diesmal wird das was ich... Lass mal früher los. Und da haben wir ihn am Anfang... Okay, wir nehmen schnell wieder ein Schwert. Nein! Was ist da mit unserem Kopf? Und, na, wir werden hier wieder... Okay, noch ein Versuch, Leute. Es ist ja Samstag, wir haben Zeit. Und wieso treffen wir ihn immer nicht? Aber dieses Mal, jawohl, abgewehrt. Und jawohl. Okay, throw here to finish him. Kommt er denn jetzt nochmal wieder? Okay, hier passiert scheinbar nichts mehr. Nun gut, wir werden einfach mal weitergehen. Und die nächsten Level kenne ich dann auch nicht. Aber Epic Don't Move wollen wir auch nicht machen. Pink Obstacle Course. Pink, das ist doch unsere Farbe. Level 1 Spinning Ball Jump. Okay, nein, nein. Wow, Snap. Dreh dich nach vorne. Oh nein, wir verlieren doch hier gleich wieder unseren Kopf. Ach, die drehen sich. Deshalb haben wir ja auch kaum Grip. Hm, komisch. Deshalb heißt es wahrscheinlich auch Spinning Ball Jump. So, warte mal. Jetzt wunderbar hier. Perfekt drüber gesprungen. Oh, und jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen beeilen. Ach, Trollerlol. Okay, Level 3 Mean Bean. Spike Fall. Oh, slow. Okay. Haben wir aber Glück gehabt. So, Level 6 Demolition Downforce. Und da sollte man immer versuchen, möglichst... Wow! Eigentlich immer langsam durchzufahren. Oh, snap. Nicht sterben, nicht sterben. Okay, vielleicht doch ein bisschen schneller. Was ist denn mit unserem Kerl gerade los? Das sieht aber nicht gesund aus. Hier machen wir nochmal einen schönen Satz drüber. Und hier fahren wir einen wunderbaren Looping. Und unser Typ sieht irgendwie... Das sieht nicht gesund aus, was er da hat. Aber dafür geht's. Unser Sohn lebt noch. Was ist denn da los? Ja, völlig verrückt. Da hat es uns zerfetzt. Aber wer hat überlebt? Der Sohn. Wunderbar. Ausnahmsweise mal. Gut, Slide Jet Walls Demo. Da weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Ach, das ist einfach hier wieder so ein... Da haben sie auch wirklich jedes Mal eine andere Bezeichnung. Das letzte Mal gab es da auch irgendwas anderes. Wow, snap. Nein. Huh. Das waren nur unsere Arme. Nein! Oh, nö. Okay, ein Versuch jetzt. Einfach mal mit Karacho fahren wir hier durch. Komm schon! Oh. Okay. Das war unser Sohn. Na gut. Er kann ja auch nicht jedes Mal überleben. Komm schon! Nein! Okay. Wir haben keine Arme mehr, aber notfalls holen wir uns einfach neue Arme. Roboterarme. Freaking Terminator. So, get out of the box. Oh nee, da werden wir doch wieder 100 pro drauf gehen. Okay, raus aus der Box. Oh nein, komm schon.
Irgendwie raus hier. Nein, 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 nein. Wir sind tot. Aber okay, jetzt sind wir schon tot. Ich muss hier irgendwie mit dem Kopf... hier kommt man doch im Leben nicht raus. Komm schon. Hau dagegen. Oh nein, oh nein. Oh. Warte mal, vielleicht sollten wir mal einen anderen Charakter nehmen. Santa, der hat viel Masse. Santa passt hier ja nicht mal rein. Okay, das ist ja völlig korrupt. Dann nehmen wir den Obdachlosen. Vielleicht ist... Oh, warte, der hat das einfach rausgekickt. Wunderbar. Victory. Der erste am heutigen Tag, glaube ich. Nee, doch, Obstacle-Course haben wir ja. Diesen schönen pinken haben wir auch abgeschlossen. Kill your boss. Train ride. Train ride hört sich gut an. Okay. Jetzt müssen wir wohl... Warte mal. Wir springen einfach mal ab. Nein. Achso. Wir müssen hier einfach wahrscheinlich längs fahren. Ich wollte schon gerade sagen, wir müssen uns hier einfach nur festhalten. Jetzt sind wir im Meat... Wow! Toll, wir kommen aber aus dem Meat Wagon nicht mehr raus. Deshalb müssen wir das Ganze nochmal neu starten. Und vielleicht kommen wir da jetzt mal sogar rüber. Jawohl! Wunderbar. Und jetzt... Nein, 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 nicht dazwischen. Fall... What? Völlig korrupt. Oh, warte mal. Wir wechseln mal den Charakter und nehmen den Opa. Und mit dem fliegen wir hier einfach rüber. Oh, oh, nein, 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 nein. Wir wollen hier hoch. Komm schon. Ja, nein, no. Okay, auf ein neues. Jetzt mal versuchen wir einfach mal ein bisschen höher zu fliegen. So, jetzt haben wir die Geschwindigkeit. Los, Opa, jawoll. Ja, 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 jetzt haben wir hier... Oh, nein, nein! Papa, nein! Oh, nein. Okay, das will ich jetzt aber mal schaffen hier. Wir können ja auch mal die Rakete ein bisschen nach oben drehen. Oh nein, was haben wir denn jetzt hier kaputt gemacht? Wir sind der Lokomotivführer. Okay. Töte uns nicht! Nein! Oh Mann. Das war doch so vielversprechend. Okay, dieses Mal aber. So, komm schon. Flieg darüber. Jawoll. Nein! Dieses Level ist doch verrückt. Wir machen was. Wir machen weiter im Plan hier. Bike Race Fix. Segway Bottle Run hatten wir auch schon mal. Aber ich meine, heute haben wir doch den 19. Und deshalb, das Level ist von heute. Das konnten wir ja gestern gar nicht gespielt haben. Nee, genau, das ist neu. Aber genauso unspektakulär. Nur gut, aber wir heimsen den Victory ein. Pogo Challenge. Nee, Leute, kommen wir. Heute ist Samstag. Ich brauche. Irgendwann brauche ich auch mal meine Ruhe vor Pogos. Vor Pogo-Sticks. So, was machen wir denn hier mal? Impossible einfach. Nehmen wir mal ein Impossible. Obwohl, das wird mich wahrscheinlich... Das... Victory! Vor allen Dingen, ich sag, ich möchte heute keine Pogo-Sachen machen und das nächste Impossible-Level, was ich auswähle, ist ein Pogo-Level. Auch nicht. Extreme Mine Run. Nur gut. Get away from the Horning... Ah ne, Homing Mines in 7 Waves. Das schaffen wir noch nie im Leben. Okay. Nein, 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 nein. What the? Fahr, 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 fahr. Wow. Okay, unser Sohn. Nein, nein. Ach, nee. Oh, ich bin doch dafür noch gar nicht wach genug. Ich habe gerade was gegessen. Oh, nein, 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 nein. Nein, komm schon. Nein, nein. Bleib weg, bleib weg. Ja. Ja, der Victory. Oh, herrlich. Ich weiß nicht wieso, aber ich freue mich gerade so über darüber, dass Wochenende ist. Das könnt ihr mir gar nicht glauben. So, Jetwall Neon. Nee, nicht schon wieder eine Jetwall. Epic Jet Bond 007. Das hört sich doch irgendwie interessant an. Das ist ja cool. Was jetzt hier passiert? Wieso kommen wir hier nicht weiter? Okay, nochmal. Wieso hat das Level auf einmal aufgehört? Ich habe doch hier... Nur weil ich die tolle James-Bond-Musik gesungen habe, oder? Muss man hier vielleicht... Wieso hängt das immer? Das kann doch nicht sein. Vielleicht müssen wir näher am Boden fliegen? Okay, was ist denn jetzt hier los? Okay, wir probieren es noch einmal. Bleiben jetzt einfach mal näher am Boden. So. Und das Level stürzt wieder ab. Also es liegt nicht irgendwie an meinem Browser. Ich meine, genau, das liegt einfach am Level selbst. Nun gut. Exit Menu. Wir kommen nie wieder aus diesem Level raus. Ich will Exit Menu. Change Character. Kann ich auch nicht machen. Das ist ja wieder ganz großes Kino.
Da muss ich mal kurz hier das Ganze neu starten. Ich refreshe mal meinen Browser. Und leider kommt dann am Anfang gleich auch wieder die Happy Wheels Musik, die uns hier so ein bisschen traktieren wird. Dun, dun, dun. So, ich hoffe mal, die ist jetzt, ja, jetzt ist sie schon ein bisschen leiser. So, wir müssen hier wieder alles so richtig sortieren. Das ging Gott sei Dank schnell. Was haben wir denn hier noch Schönes? Assassin's Creed Leap. Oder Assassin's Creed. Okay. Ja. Hä? Ach so, jetzt hab ich das auch verstanden. Das ist einfach dieser Sprung, den man immer bei Assassin's Creed macht. Und dann in das Heu rein. Ah, okay. Habe ich ein bisschen länger gebraucht. Jigsaw's Outpost. Das hört sich doch gut an. Okay. Let him go first. Snap. Das war knapp. Ich wäre da normalerweise vollkommen reingefahren. Was sollten wir jetzt hier machen? Ich habe es nicht ganz verstanden. Gut. Wir leben noch, das ist das Wichtigste. Touch her foot. Oh nein, ich möchte sie gar nicht umbringen. Oh, nun gut. Oh, die arme Frau. Jetzt müssen wir... Oh, nein, das wollte ich doch gar nicht. Nun gut. Tap the human's grinder. Not the gray part. Hä? What the... Ja gut, ich finde das Level jetzt auch nicht so spektakulär. Wir wollen ja selber ein paar Sachen... Oh, ein Rope Swing. Juhu. Gut, wir sollen Z drücken und dann schwingen wir uns mal hier wieder weiter. Oh, das sieht noch alles gut aus. Komm schon. Nein. So, ein beherzter Sprung. Und passen wir hier überhaupt durch? Okay, Moment. Das schaffen wir noch. So, und jetzt mit dem Kopf voraus. Wunderbar. Komm schon. Ja. Wriggle, okay. Wiggle. Los geht's. Aber warte mal, wir müssen doch eigentlich mit dem Kopf voraus. Nun gut, aber ich glaube, da unten war auch noch eine Plattform. Jetzt komm schon, gib dir Mühe. Okay, man musste sich da scheinbar doch festhalten. Aber ich muss sagen, das ist gar kein so cooles Rope Swing Level. Vor allen Dingen mit dieser einen Sache, wo wir uns hier... Na, komm schon. Mit diesem Wiggle. Das ist eher, finde ich, das ein wenig nervig. Das war unser Bein. Aber wenigstens haben wir noch unsere Arme. So. Genau, dieser Wiggle-Part ist irgendwie nervig. Aber wir müssen uns hier irgendwie drehen. Warte mal. Nein. Ja, komm schon, jetzt aber. Dreh dich. Jawohl. So, jetzt müssen wir uns hier gleich einfach noch festhalten. Nein. Okay, wir machen weiter. Kommt, Leute, wir wollen hier nochmal zum Wochenende hin ein paar Levels sehen. Vacation? Ja, wir wollen nochmal einen Urlaub. This is a better version of my past level Vacation. Okay. Hui! Ach ja, jetzt hätte ich auch gerade mega Bock auf Urlaub. Denn bei uns, also wir hatten heute Morgen, glaube ich, minus 4,5 Grad. Also, was heißt morgens um 10 Uhr? Und, das ist wirklich verdammt kalt. Ich würde jetzt lieber irgendwie schön ins Warme fliegen. Aber dazu bräuchte man die Zeit und das Geld. Ich sollte vielleicht öfters Lotto spielen. Ich konzentriere mich auch gerade irgendwie überhaupt nicht auf das Level, sondern fahre hier einfach auch nur. So viel verpassen wir da ja auch gerade nicht. Ich meine, wir fahren hier einfach nur durch eine schöne Winterlandschaft eine Stunde später. Dip-dip-dip. Ich kann euch einfach mal fragen, was ihr am Wochenende noch so geplant habt. Ich werde heute Abend auf einen Geburtstag gehen von einem Kollegen. Der gute Herr wird 26. Oh, 26. Ist letztlich näher an der 30 als an der 20. Ach Gott, wir werden alt. Wir werden alt. Und das war's mit dem Level. Haben wir das ja auch geschafft. So. Was haben wir denn hier nochmal nicht? Wir können ja nochmal ein schönes abschließendes Level. Kein Sword Throw. Happy Wheels. Neon Pogo. Nee, kein Neon Pogo. Oh, hier ist nochmal ein Rope Swing. Das machen wir ganz gerne immer zum Abschluss. Vielleicht ist es diesmal ja ein cooles Level. Okay. Jo, das sieht doch gut aus. Oh yeah. Das ist nochmal ein schönes
Level mit schönen großen Ropes und nein, ach komm. Wieso passiert mir sowas immer? Komm schon, rutsch da runter mit deinem Kopf. Jawoll! Nein! Oh Mann. Okay, dieses Mal aber. Oh nein, das kann ich doch schon wieder knicken. Wir haben wieder keine Arme. Oh, doch, der eine. Wir haben scheinbar einen super starken, ich glaube, das ist unser linker Arm. Aber nun gut. Ah, diesmal, wir schaffen das mit einem Arm, ich sag's euch. Jawoll. Komm schon, halt dich da fest. Nein. Das kann doch nicht sein, so knapp. Vielleicht können wir uns hier noch so hochkämpfen. So, warte mal, ein bisschen Schwung nehmen. Eins, zwei. Ach Leute, das gibt's doch nicht. Komm schon, ich will das Level hier nochmal schaffen. Oder ich möchte. So, wir haben noch beide Arme, das ist vielversprechend. So, alle hopp. Jetzt kommen wir hier auf nicht richtig. Nein, wieso bricht... Nee, ich glaube, wir haben uns gar keinen Arm gebrochen, oder? Doch, da fliegt doch der... Hin. Halt dich doch da fest, das gibt's nicht. Puh. So, Leute. Ich hab's im Gefühl, dieses Mal wird's was. Ich bin mir da ziemlich sicher. Wenn wir es schaffen, beide Arme zu behalten, dann kann das was werden. So, dieses Mal werden wir uns versuchen, auch richtig zu positionieren, genau. Nein, nein, nein! Och, nee. Okay, Leute, dieses Mal. Und hört auf, euch die Videos bis zum Ende anzugucken. Am Ende fail ich immer. Ich lese das dann nochmal. Ja, ich hab's mir bis zum Ende angeguckt. Hab wieder gesehen, wie du mega gefailt bist. War super lustig. Ja, schön, dass ich euch amüsiere. Okay, diesmal, jawoll. Komm schon, jetzt bitte das Ziel. Nein. Was brichst du dir immer die Arme? Aber komm schon, bitte lass hier das Ziel sein. Ich brauche die Bestätigung. Ich brauche den letzten Victory. Jawoll, komm schon. Ja. Okay, bitte jetzt nirgendwo mehr festhalten. Und der Victory. Wunderbar, Leute. Ich wünsche euch allen wirklich noch ein angenehmes Wochenende. Morgen werde ich wahrscheinlich nicht in der Lage sein, Happy Wheels aufzunehmen, da ich vielleicht heute Abend was trinken werde. Aber Leute, trinkt immer nur. Am besten trinkt gar nichts. Die coolsten Leute sind immer noch die Leute, die nicht trinken. Meiner Meinung nach, das ändert sich. Früher, ich weiß noch, kurze Anekdote am Schluss nochmal. Früher war es immer, oh, wie, du trinkst nichts? Und mittlerweile, ganz ehrlich, Leute, die nüchtern feiern können, ich ziehe meinen Hut. Ich erzähle schon wieder viel zu viel. Auf jeden Fall, Leute, kein Alkohol trinken. Ist wirklich das Beste. Ihr spart viel Geld. Euch geht's am nächsten Tag nicht schlecht. Vielleicht sollte ich heute auch nichts trinken. Ich weiß nicht, wieso ich das gerade erzähle. Bin ich betrunken? Nein, ich bin nicht betrunken. Auf jeden Fall. Was für ein Trash-Talk am Ende. Unglaublich. Nur gut, Leute. Wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Zockt schöne Runde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.